Hey Leute, ich bin der Bruga und wir schauen uns heute mal ein kleines Horrorspiel aus Thailand an. Die Demo von Araya nämlich. Gibt's auf Steam und kommt jetzt wahrscheinlich irgendwann, vielleicht dieses Jahr noch raus. Ich hab keine Ahnung. Aber Krankenhäuser sind an sich ja schon sehr gruselig in Horrorspielen. Ich will mal was gucken. Ja, ich habe nämlich eine Testaufnahme gemacht, da hat die Helligkeit komplett einfach mal runtergestellt. Das ist doch schön. Audio-Settings ist okay, glaube ich. Ja, man kann übrigens auch Thai einstellen bei Voice und Untertitel, aber das lassen wir mal. Ich mache mal die Untertitel an. So, das resettet sich andauernd. Deswegen musste ich jetzt leider im Menü ein bisschen rumfuchteln und zum Rausschneiden bin ich zu faul. Viel Spaß mit dem Spiel. Ah, ja, ich habe eben schon mal reingeschaut. Also, es sieht gut aus. Es sieht wirklich, wirklich gut aus. Und es soll sogar VR-kompatibel sein. Oh, ich kann euch genau sagen, was das heißt. Ja, ich werde was zu trinken holen. Ich komme später wieder. Habe ich jetzt... Wie durch Zauberhand alles lesen können. Ist thailändisch, kann ich halt. Ist eine Begabung. Was denn? Ein Amulett. Ja, natürlich. Was denn sonst? Nee, Spaß beiseite. Ich hab's halt soweit schon gesehen. Und jetzt wird's wieder blind. Ich war das nicht übrigens. Das war die Tür von ganz alleine. Ich hoffe, man sieht was. Ich habe es halt echt auf maximale Helligkeit. Wenn ich das runter mache, dann sieht man nur schwarz. Habt ihr das so wie ich auf der Mattscheibe quasi oder auf dem Handy, wo ihr es guckt, wo auch immer. Oh, wie gut, dass ich das auch lesen kann. Da steht, in einem Zeitungsartikel steht, dass 5 Menschen brutal in einer schrecklichen Tragödie getötet wurden. Seht ihr mal, wie gut ich Thai kann. Ich habe halt auch keine Taschenlampe und nichts. Erstmal hinsetzen, gerade hier. Ich kneif schon wieder die Arschbacken zusammen. Oh! Es ist besetzt! Ja, ich habe kein Klopapier. Du musst mal bitte los und mir holen. Masse! Bringst mir doch die Wochenend mit. Vom Kiosk. Und Hustenbonbon. Bitte die von... Ricola. Oh. Alles gut. Welcome, ja. Oh. Ich fühle mich hier sehr willkommen gerade. Ist alles wunderbar. Ja, danke schön. Der Service ist 1A. Ich glaube, nur die Krankenschwester hat ein bisschen Crack geraucht. Was? Finde raus, wo die Stimme herkommt. Ja. Oh Gott, Leute, ich bin auch ein bisschen übernächtigt. Ich habe nicht geschlafen die Nacht. Ja, ich bin total durch. Also, ich bin sehr, sehr aufgedreht von dem ganzen Koffein. Ich darf nicht so viele Energy Drinks trinken, das macht mich ganz Matsche im Kopf. Ist nicht gut für die Brain, wisst ihr. Ich kann es halt alles nicht lesen, das macht keinen Sinn, wenn ich mir die Sachen angucke. Es hat so ein bisschen was von White Day gerade, kennt ihr das noch, das Koreanische? Nicht, dass ich die jetzt alle in einen Topf stecke, so Thailänder und Koreaner. Es ist halt alles Asien und die sind halt ein bisschen anders von der Kultur und vielleicht auch ein leerer Umschlag. Ha! Oh Gott! Ist Rollstuhl! Ist. Oh, meine Fresse, ey. Das war doch nur. Das war nur eine Falle jetzt. Oh. Ist jetzt halt erst seit ein paar Tagen draußen, ja, das Ganze. Ja, ja. Ich habe nichts, keine Taschenlampe. Das ist, glaube ich, Absicht, dass man hier nur den Krümelchen. Nichts vorantastet. Wie bei der Gruppenorgie. Im Dunkeln, ganz vorsichtig. Ist von Frank Drebin, nicht von mir. Oh Gott, komm schon. Wo bleibt der Aufzug, Mann? Oh. Da sind die Knöpfe. Kennt ihr denn diesen... ja, ich weiß, es ist ein Prank aus Brasilien mit dem Geistermädchen im Aufzug, wo die Leute total durchdrehen, weil da auf einmal ein kleines Mädchen in langen weißen Klamotten steht. Und es ist auch heftig, die kommt aus so einer Zwischenwand hinten aus dem Fahrstuhl, haben die richtig gut gemacht und ich würde wahrscheinlich auch schreien wie ein Mädchen. Aber ich fand das schon... Oh, ich sehe halt nichts, Mann. Oh, die Helligkeit checken. Ja, bitte. Ich habe Motion Blur aus. Motion Blur ist kacke. In den meisten Fällen ist es kacke.
Das braucht kein Mensch. Hä? Hör mal. Wenn ich dir den Ball jetzt auch noch holen muss, ne? Nein. Hol keine Bälle, ich apportiere nicht. Er stecht die immer. Leicht die Kinder aus, nein. Nein, 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 nicht, nein. Ist nur Spaß. Also ich habe meinen Spaß, die Kinder nicht. Ah! Keep silence. Ja, Entschuldigung, wenn ich so laut schreie. Es ist keine Absicht, ja? Es passiert nur nicht alle Tage, dass ich in einem Krankenhaus von irgendwas gejagt werde. Ja, ist ja gut. Zu pullern, ne? Ja, macht er. Ja, okay. Oh. Meine Fresse. Hau doch die Tür nicht zu. Hier. Alles gut. Ich kann doch nicht sprinten oder sowas. Rollstühle. Ah! Was ist denn? Was ist because of you? Singt die jetzt was von Faith Hill oder was? Ah! Because of you! Ich kann nicht singen! Oh, komm schon! Quick Times! Wow! Was ist das? Ah! Alter! Oh. Was macht die komische Frau da? Ich lebe ja wieder. Oh, scheiße, wo hätte ich denn hinrennen sollen? Was? Wegen mir? Warum wegen mir? Sie hat gesagt, wegen dir. Because of you. Ist das nicht... Das ist doch ein Lied von Faith Hill, oder? Because of you, I never on sidewalk. Ich bin wirklich total durch, Leute. Ich habe nur Grütze im Kopf gerade. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwie so einen ganz komischen Schlafrhythmus habt, so wie ich jetzt gerade, ich bin halt wirklich... Ich habe irgendwie viel geschlafen den einen Tag und dann wieder gar nicht. Und dann wieder viel und gar nicht. Und es ist ätzend. Und ja, genau. Mach mal die Tür bitte auf. Komm jetzt. Mädchen, ich weiß, du willst es auch. Bist du so nett? Nee. Was soll ich denn machen? Sag mal, da geht's doch nirgends woanders hin. Da guck. Ich mache doch die Tür auf, Jacqueline. Oh. Hey! Es geht nicht anders, oder? Ist das die Demo? Ist das der gesamte Inhalt der Demo, dass ich jetzt hier sterbe? Entweder das oder ich mache grundlegend was falsch. Och, Chantalle, ich spring dir auch die Wärmflasche, wenn du wieder deine Tage haben tust. Das mache ich gerne für dich, Mädchen, dann redest du nicht so auf. Das ist ja furchtbar, ne? Kann Kölsch... Ich mach's gern, aber ich kann's nicht. Oh Gott, ja, ja, ja. Jaha. Okay, die will's wissen, da kommst du schon. Hey, hey, ha! Ist alles cool, ich komm klar. Ich glaub aber sie nicht so ganz. Was ist das? Ist das ein Geist oder ist das... Naja. Es verliert ein bisschen seinen Schrecken mit der Zeit. Ich würde dann wirklich nur gerne wissen, was ich tun soll, weil scheinbar kann ich ja nicht an ihr vorbeirennen oder irgendwo anders hin, weil hinter mir ist ja alles dicht, ne? Ja, jetzt muss ich wieder hier. Trigger, Trigger. Oh Gott, oh Gott. Ich hab grad nicht gesehen, was lang geht. Die Maus dreht sich manchmal so schnell. Yes,
Ja, Leute, ich glaube, das war die Demo. Soll ich es nochmal machen? Wollt ihr nochmal sehen, wie ich sterbe? Das seht ihr doch bestimmt auch gerne. Nee, Leute, ich glaube, das war's mit Araya. Ist... Oder? Nee, komm, einmal noch. Einmal noch. Ich will das nicht so beenden. Nicht mit der Gewissheit, dass ich hier was falsch mache. Weil das lässt mich jetzt nicht los, ne? Nein, das ist furchtbar. Da kann ich... Kann ich nicht mit zu Bett gehen, ja? Mit dem Gedanken, dass ich hier was falsch mache. Aber ich meine, der Quicktime ist ja nicht schwer. E drücken kriege ich noch hin, ja? Das kriege ich alles noch hin. Aber dann noch der Frau ausweichen. Die sagte ja, geh back, go back. Geh back, ja. Geh back. Geh zum Bäcker, sagt sie. Because of you. Because of you. Ja, ja. Nee. Nee, nee, nee. Leute, funktioniert nicht. Gut, das war's mit Araya. Das war ein recht kurzes Vergnügen. Ladet's euch mal runter. Ist kostenlos. Das kann ich sonst noch sagen. Viel Spaß damit. Danke fürs Zusehen. Wow. Ich schmeiße meinen Kram runter. Däumchen hoch, wenn es gefällt. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Tschüss.